Willkommen bei Schisch Frühstückt. Hallo! Also wir spielen sonntags morgens. Bei meiner Seite, an meiner Seite, Sharaf. Hi. Erneut. Und der Tradition halber wird jetzt erstmal wieder was zum Kämpfen gespielt. Was haben wir letztes Mal gespielt? Offensichtlich haben wir letztes Mal Super Smash Bros. Gespielt und Dead or Alive. Dead or Alive. Wo du die Packung deines Lebens bekommen ja, hast. Ja, das war schlimm. Au. Also und heute ist es halt eben Soul Calibur 5 für die Xbox 360. Ein kleiner Versus-Battle hier. Dein Controller ist direkt bei dir, oder? Ja. Ja. Und dann machen wir hier einmal Player versus Player. Bitte Start auf den zweiten Controller drücken. Boop. In der Character Select, okay, gleich. So. Battle Count 2, 3, 2? Lass 2. 2, okay, dann haben wir ein bisschen... Aber unendlich, genau. Unendlich viel Zeit. Oder geht das nicht? 60. Oh, dreckig. Okay, ja, also es ist... Klar, super klar. Okay, ich habe Soul Calibur seit Ewigkeit nicht mal gespielt. Also wie man hier sieht, der Tradition halber gibt es hier noch immer ein paar versteckte Charaktere, die man noch freischalten muss. Allerdings muss man dazu sagen, das ist heutzutage abgeschafft eigentlich. Weil man es nicht aufkaufen kann, oder wie? Ja, weil die Leute möchten gerne ihre Spiele... Oh mein Gott! Ezio! Oh mein Gott, der Held aus Assassin's Creed 2 ist hier. Nee. Oh mein Gott. Heutzutage ist es so, die Leute wollen ihre Spiele kaufen, wollen sie einlegen, ihre Kampfspiele, und möchten sofort mit allen Charakteren gegeneinander kämpfen können. Falls ihr die Charaktere nicht erkennst, ja, das liegt daran, dass das Spiel 17 Jahre nach dem letzten Spiel spielt. Und du achtest einfach mal am besten auf die Waffen, weil die Kampfstile wurden von Kindern oder sonst was übernommen teilweise. Oder Kinder sind erwachsen geworden, Leute sind alt geworden. Siegfried, okay, gucken wir mal, wen ich hier nehme. Weißt du was? Ich nehme mal Ezio, ja? Ich nehme mal Ezio. Ich bin absolut überrascht. Oh. Und währenddessen ein Berliner. Im letzten Teil waren es Darth Vader und Yoda, ne? Stimmt, bei Teil 4 Darth Vader und Yoda, je nachdem, ob man PlayStation 3 oder Xbox 6 Version hatte. Mhm. Und davor, bei Teil 3, weiß ich gerade nicht. Mhm. Und bei Teil 2 war es so, weil es ja vor allen Konsolen rausgekommen ist, haben sie Konsolen exklusiv auch wieder. Da hat man Link gehabt. Und Link, ja. Überragend. Boah. Berliner, super. Haben Ewigkeiten kein Berliner mehr gegessen. Okay, also, willst du die Packung bekommen? Ich glaube, diesmal gewinne ich. Fertig? Mhm. Ach du Scheiße. Wow. Oho. Okay. Oh mein... Ah. Okay. Oh. Ah, Glück gehabt. Ah. Puh, okay, läuft ja ganz gut. Mhm. Kampf 2. Oh. Mhm. Ja, oh. Ja, tatsächlich, ich hab Teil 2 davon intensiv gespielt, sonst habe ich nichts mehr danach gespielt. Ich auch. Mit wem? Ich habe das mit meinem Kumpel Paddy gespielt. Also, als Teil 2 rauskam, wie alt waren wir denn da, bitte? 13. Wow, nein, man kann hier runterfliegen übrigens. Harter Treffer, harter Treffer. Komm schon. Ah. Nein! Ja. Oh nein! Okay, gut, also. Der war aber gut. Ja, ja. Leider geil. Leider geil, sag mal. Leider das noch. Geil. Ich weiß nicht. Oh mein Gott, das ist lecker. Unfassbar. Magst du? Ich hab vergessen, wie geil Berliner schmecken. Okay. Ich habe keine Ahnung, wer ist. Ja. Ich auch nicht wirklich. Ich glaube, Talim haben sie ganz rausgenommen. Und wahrscheinlich ist es noch ein freispielbarer Charakter. Oder sie wurde ersetzt durch den Typen hier. Guck mal. Der hat doch auch die ähnlichen Landschaftdinger. Ja. Stimmt. Aber Talim war die beste. Fand ich auch. Gut, dann nehmt mal die unfaire Ivy. Ah, ja, die ist. Übrigens, alles übersexualisierte Charaktere, typisch Bandai Namco. Gut, Taki ist nicht mehr dabei dafür. Ah, ich probiere die mal. Mhm. Und er spielt 17 Jahre danach? Ja. Mhm. Also nach Teil 4. Ich hab nicht mal Teil 4 gespielt, glaube ich. Boah. Mhm. Mhm. Aber die haben das Setting richtig gut gemacht. Ja, absolut. Hallo. Und insbesondere die Physik, wie man wieder sieht. Ja. Wie das letzte Mal. Okay. Also Ivy hat hier dieses tolle Schwert, das auch gleichzeitig irgendwie eine Peitsche ist. Oh, ich habe keine Ahnung, wie man hier irgendwas macht. Oh.
Dann hat jemand gesagt, Button-Mashing ist alles. Oh, oh, oh. Ah, was machen wir jetzt? Ah, ja, das Siegen. War lame. Siegen machen wir. Das war lame. Mhm. Okay. Ah! Mein Gesicht! Oh mein Gott, komm schon. Oh ne! Das ist die Packung, ey, wieder. Ich drück nur einfach nur drauf. Also ja. wie das letzte Mal. Ich drück einfach nur drauf. Ich hab das keine so Ahnung. Oh. Spielst du mit dem Stick oder mit dem Kreuz? Ich mal so. Ich seh's grad. Tatsächlich. Ja, also das unglaublich. Ist unfassbar. Okay, aha. Dazu war nix. Wie wär's mit... Oh, Hilde ist gut. Ja, okay. Ja, das ist so... Oder mit Cervantes. Raphael ist inzwischen, glaube ich, tot oder so. Echt? Cervantes, bist du irre? Cervantes ist sehr gut. Siegfried ist doch das Gegen, das Empire von Nightmare. Genau. Oh mein Gott. Stimmt, die waren früher ein und dieselbe Person, kann es sein? Ja, ich weiß es gar nicht, ja. Soul Calibur, es geht um ein Seelenschwert. Jeder hier versucht, sein Seelenschwert zu finden. Das Spiel hat übrigens nicht nur diesen Kampfmodus und diesen klassischen Arcade-Modus, sondern auch richtig, richtig coole Adventure-Modes, bei denen man halt eben seine Charaktere hochleveln kann, verschiedene Waffen freispielen kann für die Charaktere. Cervantes lebt wieder. Und ist war normal. Der nicht tot? Irgendwie schon. Hat er einen Fluch gehabt? Ist er aus Flut der Karibik? Ich suche Jack Sparrow. Oh mein Gott. Wir haben den Käfig aufgehauen. Komm, schnell rüber. Ah! Oh, nee, das klappt gar nicht. Ja, das nächste Kampfspiel, was ja bald kommt, ist ja Tekken 7. Das wollte cool, ich wieder intensiv ich. Spielen. Tekken ist überragend. Boah, komm schon. Oh, nicht zweimal bin ich raus, dasselbe. Bin ich raus? Nein, auch nicht. Ist egal, ob du zweimal dasselbe machst. Ach, nee. Das war dein Sieg. Mein erster Sieg mit... Cervantes, vielleicht auch mein letzter, wer weiß. Ich hab keine Ahnung. Nightmare bewegt sich so wie... Wie soll man so ein bisschen beschreiben? Sehr zu Siegfried, aber ich... Boah. Ich hab keine Ahnung, wie Siegfried sich bewegt, aber der hier bewegt sich ultimativ langsam. Ja, probier mal Astaroth. Da bewegst du dich kaum. Astaroth. Ist das nicht so ein Kerl mit einem riesen Hammer oder sowas? Ja. Oder mit einer Axt? Oder Axt. Ja. Ich glaube eine Axt. 2-1? Ja, 2-1. Das geht ganz gut aus. Character Du musst auf Character Select. Ach, immer genau, der Gewinner, immer oder der was? Sieger anscheinend, ja. Okay, gucken wir mal. Voldo, Tira. Voldo ist hart. Aber ich glaube... Yoshimitsu ist auch sowas. Ist ja irgendwas japanische Legende-mäßiges. Den gibt's aber auch in Tekken. Deswegen, ja. Welchen? Hm, aber es war auch von Bandai Namco. Checken. Ach, deswegen. Mhm. Okay. Boah. Das Setting eigentlich müsste echt mal, schön gemacht. Ja, ich weiß. Eigentlich müsste mal ein neuer Teil rauskommen. Es war Kalibur. Irgendwie versprochen, aber seither. Ja, hat man nichts mehr davon gehört. Gar nichts. So, oh, da haben wir. Ja, ich habe keine Ahnung. Die sieht auch aus wie von Suicide Squad. Margot Robbie. Oh! Oh mein Gott, das ist tatsächlich. Der hat tatsächlich Moves drauf wie der aus Tekken. Ja, tatsächlich! Echt? Ja, das kann er doch auch, der aus Tekken. Unglaublich. Ich das auch! Ah, zu früh. Ich wollte greifen. Vielleicht jetzt. Nein! Benutzt das Ding wie ein Hula-Hoop-Reifen? Natürlich! Wow. Oh, was? Ich war gerade noch dabei! Oh. Oh. Wie hast du denn gerade gekonkert? Frag mich doch nicht sowas! Ich hab keine Ahnung! Ich drück irgendwie auf das, ich hab gerade rausgefunden, dass ich verteidigen kann! Wie macht er das denn? Moment. Das heißt hier Moment, ja. Wir spielen jetzt Soul Calibur, hier gibt es kein... Ja, also. Ach komm, nee. Nein. Ja, voll. Ja, komm, mach du mit deiner komischen Magie da. Oh, weiter. Okay, Final Battle, ja.
Boah! Oh mein Gott! Oh, oh nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, ich dachte schon, wäre schon runtergeflogen. Aber trotzdem K.O. 2-2. 2-2. Yoshimitsu bringt's. Mhm. Wobei. Verrückter, oh, ja. Verrückter Typ. Mhm. Ah. Mhm. Vielleicht probiere ich jetzt Astaroth. Nie im Leben. Der ist echt lahm, gell? Mhm. Na, ich probiere den aus. Ich probiere Hilde. Hilde ist gut. Keine Ahnung. Hilde ist gut, die ist schnell. Das brauche ich. Also die ist auf jeden Fall schneller als Erste. Wobei, auch ein Stein ist schneller als Erste. Ja, hast du recht. Ich hab mehr Persönlichkeit. Nee. Ich will smashen. Das ist der Hulk, ja. Okay, ich hab anscheinend ein Schwert und einen Stab. Eine Lanze? Oder? Eine Lanze, ja. BBB Terminator Boo. Oh mein Gott, ich bin Metroid. Also ich bin super... Oh mein... Joa. Ich glaube, das wäre schon dein Leben gewesen. Ja, das wäre definitiv. Was? Oh oh. Oh Mann, was? Der läuft über nein, die Hände. Nein, Mist, was ist das? Ich könnte runterhauen. Ich bin dezimiert worden gerade. Alter, warte. Okay, machen wir mal weiter. Du kriegst doch gar keinen Schaden von mir. Boah, ja, ich lauf weg und du triffst mich einfach. Wow. Oh, das hat oh mein gezogen. Gott, das, oh, das tut mir weh. Nein, 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 nein. Hilde, zeig's. Nein. Excellent. Oh mein Gott. Du sag mal, was bedeuten die Zahlen oben rechts? Das hat irgendwie so ein... Was? So ach so, dass wir Spezialangriffe machen können. Ah oder so. Ja, das ging an mir vorbei. Also wie gesagt, Teil 2 war super und das habe ich exzessiv durchgehauen, aber das gab es auch nicht. Da. Ja. Oh mein Gott. So. Vielleicht... Voldo. Der verrückte Clown oder was auch immer. Was ist er? Ich. Dämon, irgendwas. Was ich hab, ist S, muss man eher fragen. Ja. Gute Frage. Du siehst aus wie ein Clown, ey. Nein. Du bist ein Clown. Einer von den Horrorclowns natürlich. Nee. Jetzt spiele ich einen Charakter, der ein bisschen inspiriert wurde von Son Goku. Also einen tollen Affenmensch mit seinem Stab. Woldo hat sich aufgetakelt, guck mal. Was? Oh. Was bist du? Du bist irrational, ja? Nee, lauf richtig. Was machst du? Nein, tu, was ich sag. Nein, nicht so. Was ist denn los? Was bist du für ein Clown? Frag mich nicht. Ich hab ihn nicht unter Kontrolle. Guck, was er will. Oh mein Gott, das weiß ich nicht. Was macht er? Oh Mann. Okay, jetzt lauf nochmal, danke. Wie wär's hier? Oh, ich verliere. Nein, tust du nicht, du kannst nicht mehr verlieren. Ich hatte nur noch ein Energiedings. Ja, komm, übertreib nicht, Voldo. Das ist brutal. Ja, natürlich ist er brutal. Das ist voll total Psycho. Guck, jetzt ist er wieder. Was? In seinem Element? Was? Wie jetzt? Ich greife einfach nur noch unten an, das bringt am meisten. Okay, Moment. Oh! Was machst du? Ich hab keine Ahnung, ich drücke einfach nur. Boah, das ging ganz klar auf dich. Vielleicht sollte ich Voldo einfach machen lassen, dann. Ja, ja, drück einfach Y, ja. Das ist die Stage jetzt gerade kaputt gegangen? Echt? Ja, wir sind runtergefallen. Nice. Doch, nett. Ganz nett, also. Ich meine, das gibt's schon seit 1999 mit Dead or Alive. Ja, Sachen, das war auch mega. Das ist auch echt gut. Mir ist aufgefallen, dass als wir Dead or Alive gespielt haben, sind wir nicht einmal irgendwie durch irgendwas durchgebrochen. Echt nicht? Nee, nicht hingekriegt. Aber ist das so das Charakteristik von der Dead or Alive? Oder auch dieses schnelle Wechseln der Charaktere, ne? Ja. Tekken Tag Tournament hat es auch mal da versucht. Nein! Was machst du? Nein! Okay. Jetzt steht's 3-3, oder? Ist es Gleichstand? Ich glaube, es ist 3-3. Dann müssen wir jetzt noch ein Match machen, um das...
um das hier zu beenden. Übrigens, die Inspiration für das gemeinsame Frühstücken am Morgen auf YouTube entsteht bei der Mitbewohnerin meiner liebreizenden Freundin. Aha. Die hat nämlich das Konzept von Essen auf YouTube entwickelt, verfeinert, revolutioniert, würde ich mal behaupten. Ja. Revolutioniert. Mhm. Und bei ihr ist es so, haben wir schon alle durch jetzt? Ich meine, deswegen nehme ich zwei. Ja, das revolutioniert mit der Idee für einen Channel, der noch nicht existiert, bei dem sie eigentlich nur da sitzt und isst und währenddessen redet und dabei gefilmt wird, wie sie isst. Nicht wie sie kocht, sondern nur wie sie isst. Aha. Ja. Interessant. Genau, das ist die Idee. Ja, machen wir. Ziehen wir durch. Die sollten sich mal verpissen. Hier kommt der Clown. Ich glaube, der hat irgendwie einen Wolf bei sich. Kann es sein, so ein Geisterwolf? Der hat doch eben noch eine andere Waffe in der Hand gehabt. Da ist er. Hast du ihn gesehen? Was? Ja, übertreib doch nicht. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß nicht. Also, er scheint mir aber normaler zu sein als Voldo. Nein! Oh mein Gott. Wow. Ach, deswegen heißt er 2, weil die zu zweit sind. Ah. Der heißt aber vor allem 2 auch im Japanischen und sonst was. Wie? Natürlich heißt er 2. Ach so, ein Akronym oder was? Weißt du, wofür es steht? Ich weiß nicht, wofür es steht, aber... Wow, Combo! Das war Hardcore, also ich habe die Packung bekommen. Oi, oi, oi. Weiter? Ja, ich drück schon ruhig. Okay, und ich habe keine Ahnung, wofür es steht. Jetzt ist im Endeffekt... Ha? Eine Sekunde, stoppen wir mal. Okay. Fertig? Da sind wir wieder. Ah, okay. Oh mein Gott. Der Wolf darf nicht vorbeikommen. Doch, er muss. Nicht nein, mehr. Nicht der Wolf! Oh, warte. Nein! Ich brauche meinen Wolf. Vergiss den Wolf, du hast keine... Oh, du hast jetzt wieder deine Leiste ein bisschen voll. Ich muss einfach schnell genug sein, den Wolf nicht rufen lassen. Je näher du bei mir bist, desto... Ah. Okay, nein, so klappt das nicht, Ah. Oh, komm schon. Ja, oh, for the win. Jawohl. Noch hinten springen, geht verdammt. Das noch? Verdammt, ja, das ging früher. Ja. Okay. Gut gewonnen. So, das war's mit Soul Calibur 5. Für den Rest deines Lebens. Für den Rest deines Lebens, als ob. Bis Soul Calibur 6, dann ruf dich wieder an. Ja. Okay, und viel Spaß bis morgen, sagen wir einfach immer. Bis morgen. Bis morgen.